Hey ho und willkommen, liebe Freunde. Ja, mal wieder ein kleines Indie-Horror-Game vorgeschlagen. Oh, jetzt singen die noch im Hintergrund. Vorgeschlagen von der Paulina. Erstmal vielen Dank, Paulina, für diesen tollen Tipp. Ich habe eben mal, oh, jetzt kratzt mich schon wieder. Ich habe eben mal ganz kurz reingeguckt in das Spiel und ich bin wirklich fasziniert. Es sieht richtig gut aus. Ich habe es schön auf HD-Auflösung, höchste Einstellungen, alles Mögliche direkt X11 und ja, es ist unglaublich atmosphärisch. Es sieht einfach super schön aus und so ein bisschen vergleichbar mit Amnesia. Und das ist übrigens die Demo. Ich werde dann mal schauen, ob ich mir das Spiel, das Vollpreisspiel kaufen. Vollpreisspiel? Nein, das Spiel kaufen werde. Das Ganze kostet, glaube ich, 12 Euro irgendwie. Aber ist ja auch egal. Wir schauen uns das einfach mal an und dann schauen wir zusammen, ob wir das ganze Spiel mal gemeinsam spielen werden. Ich gehe einfach mal auf New Game. So, Loading. Ja, wir spielen natürlich auf Englisch, aber das sollte ja kein Problem sein. Und da sind wir auch schon. Aha. Okay, wir können also E-Inventar und okay. Wir haben keine Karte, keine Taschenlampe und keine Laterne in der Demo. Und ja, mit I können wir einmal das Inventar öffnen und mit J das Journal. Ja, während ich zu meinem Heimatdorf gereist bin, ist ein großer Stein von einem Berg auf mein Auto gefallen. Ich hatte irgendwie einen Unfall und in der Nähe des Unfalls habe ich dann ein Dorf gefunden, wo eine Frau festgehalten, ja in einem Raum festgehalten wird. Sie hat erwähnt, dass ihre Festhalter, ihre ja Entführer, ich weiß es nicht genau, einen Satz zu ihr sagten auf Latein in vino oder in vino veritas. Das heißt oder das heißt übersetzt, die Wahrheit liegt in dem Wein. Vielleicht kann ich diesen Hinweis nutzen, um den Schlüssel für den Raum zu finden. Es hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend an. Ich bin sehr gespannt, was wir hier so finden werden, was uns hier erwartet. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir beginnen mal. Also ihr seht, es sieht wirklich richtig cool aus. Vor allem hier so die Lichtstimmung, die Schatten. Es erinnert wirklich ein bisschen an Amnesia. So, verschlossen. Ja, wirklich richtig schön das Spiel. So, hier kann man glaube ich auch runter. Da bin ich eben mal kurz reingegangen. So, mit STRG einmal, zack, ducken, damit wir uns den Kopf nicht stoßen. So, was haben wir hier? Ist natürlich sehr dunkel hier unten und irgendwie muss ich versuchen, Licht hier ins Dunkle zu bringen. Und da kommt doch so ein Generator eigentlich ganz recht. Ah, okay, kein Benzin mehr. Natürlich müssen wir jetzt erstmal versuchen, Benzin aufzutreiben, damit der hier wieder läuft. Und ja, wir haben natürlich keine Taschenlampe, es ist stockfinster hier. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal... Oh, Kopf gestoßen des Weges. Ist das der Mond? Der sieht aber ein bisschen komisch aus. Na gut. Ich kann hier mal so ein bisschen jetzt die Physik demonstrieren. Also es ist wirklich richtig toll. Das basiert übrigens auf der Unreal Engine. Also es ist schon toll. Ich bin wirklich begeistert. Wenn man das jetzt einmal hier so... Ja, das funktioniert jetzt... Oh, meine Nase juckt heute unglaublich. Und wir hatten doch... Ah, genau, wir hatten sogar hier so ein Rad. Moment. Moment, Moment. Wenn man das jetzt hier so... Ja, ich bin wirklich begeistert. Also das ist von der Physik her, von der Atmosphäre her schon richtig cool. Okay, das ist auch verschlossen. Ich bin ja froh, dass hier wenigstens ein paar Lampen leuchten. Könnte natürlich nützlich sein. Nehmen wir einfach mal mit. Kann man den vielleicht zudrehen? Das würde mich ja stören. Aber egal. Bin mal gespannt, wie groß die Demo ist, was man alles hier machen kann. Ich habe wirklich nur mal ganz kurz reingespielt. Ich wollte mir jetzt selber auch die Atmosphäre hier nicht verderben. Okay, ist auch verschlossen. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein?
Also erinnert ja teilweise hier so an Crisis oder so. Da hinten scheint ein Fluss zu sein, der sich hier durch die Landschaft schlängelt. Und von da oben sind wir gekommen. Oh, ich habe gerade einen Linksdrall. Nein! Moment mal. Ich habe einen Linksdrall. Nein! Was ist los? Ich drücke überhaupt nichts und meine Figur will die ganze Zeit nach links gehen. Hallo? Einen Moment, ich muss mal meine Tastatur bändigen. Ah, okay. Hä? Wo kam das denn jetzt her? Wahrscheinlich haben wir schon zu viel Wein getrunken. Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Eine Blume. Die ist natürlich für die Paulina, für den tollen Tipp, den sie uns hier gegeben hat. Ich weiß nicht, auf so Spiele kommt man ja teilweise gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und dafür, dass es so toll aussieht und die Physik so beeindruckend ist, bin ich jetzt echt überrascht, dass das so unbekannt ist. Glaube ich. So, wir gehen jetzt einfach mal hier diesen Weg entlang. Ich hoffe, wir treffen jetzt hier nicht auf den Slenderman oder die Olle mit ihrem weißen Nachthemd. Okay, das scheint hier so ein Holzfällercamp zu sein. Was haben wir hier? Ah, eine Axt. Kann man die irgendwie vielleicht. Oh, cool. Eine Axt. Wow, 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 wow. Huiuiuiuiuiui. Das war natürlich jetzt auch cool gemacht. Na gut, die sind natürlich zu schwer für uns. Wir haben auf jeden Fall eine Axt gefunden. Ich weiß allerdings nicht, was wir. Ach, springen können wir auch, was wir mit der Axt so machen können. Den Generator zum Laufen bringen wahrscheinlich eher weniger. Ja, gut, ist ein bisschen schade, dass wir jetzt keine Taschenlampe haben. Aber diesen Umstand kann man ja ändern. Können wir denn vielleicht sogar in den Fluss springen? Dann der Nebel, der hier so aufzieht über dem Wasser. Ja, sehr schön. Ich hoffe, die Strömung reißt uns jetzt nicht mit. Hui! Gut, jetzt sind wir natürlich einmal nass. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, das heißt, wir müssen den Generator zum Laufen bekommen. Und dafür brauchen wir natürlich Benzin. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt hier Benzin her? Im Fluss wahrscheinlich eher weniger. Eine Tankstelle habe ich jetzt hier auch nicht gesehen. Vielleicht so ein Kanister oder irgend sowas in der Art. Hört ihr das? Als wenn da unten irgendwie Holz gegen einen Stein schlägt oder sowas. Ja? Irgendwas ist da hinten. Ah! Natürlich, ein Benzinkanister. Aber ich würde sagen, der. Natürlich, der ist natürlich leer. Ich hab's doch gesagt. Aber das ist ja auch cool. Der ist durch die Strömung dann hier langgetrieben und hier stecken geblieben. Und den hat man sogar schon aus einiger Entfernung gehört. Ja, cool. Aber ich nehme an, wir können jetzt nicht durch den Wasserfall, ne? Ich finde das ja immer cool, besonders in so Rollenspielen wie Gothic oder Oblivion oder Skyrim, wenn man dann irgendwie ein Versteck hinterm Wasserfall findet. Oder auch in Filmen. Ich finde das immer cool. Ich meine, was gibt's Besseres als ein Versteck hinter einem Wasserfall? Okay, ich guck mal ganz kurz ins Menü. Ja. Aha. Wie Hose. Das ist doch. Das war doch der Schlauch, den wir eben von dem Wasserhahn abgemacht haben. Na gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt. Boah, das sieht auch cool aus mit dem Licht jetzt hier, der. Das Mondlicht. Mondlichtschatten quasi. Moonlight Shadow. Ich weiß nicht, ob wir auf die andere Seite können. Wir können sie einfach mal ausprobieren. Das Wasser sieht aber auch echt beeindruckend aus.
weiß gar nicht, ob das jetzt so ein richtiges Indie-Game ist oder wie sich das hier verhält. Ich werde wahrscheinlich nochmal nachschauen. Und den Download-Link für die Demo werdet ihr dann natürlich wieder unterm Video finden, in der Videobeschreibung. Ja, ich glaube, hier können wir nicht weiter. Oder? Nee. Gut. Dann erkunden wir einfach mal die andere Seite. Mal schauen, was wir dann noch so finden. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwo Benzin herkriegen. Benzin! Hallöchen! Hallihallo! Da ist ein Stein. Ich hoffe, wir müssen jetzt hier nicht noch Öl oder so bohren. Nein. 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 Okay, da auch nicht. Was haben wir hier? Eine Pflanze. Ich hoffe, jetzt fällt hier nicht wieder irgendwas bei uns auf den Kopf. Das wäre sehr, sehr ungünstig. So, wir sind jetzt ja von hier oben gekommen, sind da hinten nach links gegangen. War da noch ein anderer Weg vielleicht? Vielleicht so ein kleiner anderer Weg? Oder sehen wir irgendwas von hier oben? Wir haben ja jetzt eine bessere Übersicht von hier oben. Irgendetwas, was uns weiterhelfen könnte. Ist hier vielleicht noch was? Können wir hier lang? Überall Büsche, überall Büsche. Ja, wäre gar nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen Licht hätten, oder? Ein bisschen Licht hier in die Finsternis kriegen. Aha, aha. Und was ist da? Achso, ah, hier ist die Treppe und... was macht er jetzt gerade? Ah, der hat den Tankdeckel aufgemacht. Looks like... okay, es sieht so aus, als wenn da noch ein bisschen Benzin übrig wäre. Okay, das ist eine alte Vespa und es sieht so aus, als wenn da tatsächlich noch ein bisschen Benzin übrig wäre. Ja, wie kriegen wir jetzt das Benzin da raus? Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben eine Hose. ich weiß ja nicht, irgendwie kann man das, glaube ich, auch kombinieren, habe ich mir sagen lassen. Weiß ich nicht, ob das geht. Ich weiß auch gar nicht, wie man das auswählen kann, muss ich mal ehrlich gestehen. Okay, okay, ich brauche irgendetwas, um mir zu helfen, das Benzin da rauszubekommen. Dann tue ich das da wieder rein, die Axt auch. Okay. Ja, natürlich brauche ich jetzt irgendetwas, um das Gas da rein zu tun. Das Gas, das Benzin. Hey, erste Rätsel gelöst. Ich bin begeistert. Ja, jetzt ist es voll. Können wir den Schlauch wieder mitnehmen? Okay. Nee, brauche ich glaube ich nicht mehr. Gut, dann haben wir jetzt einmal einen mehr oder weniger vollen Benzinkanister. Und damit sollten wir eigentlich dann den Generator wieder zum Laufen bekommen. Wenn uns jetzt hier nichts mehr auflauert. Das ist alles hier noch so ruhig. Viel zu ruhig. Oh. Ich hoffe, ihr erwartet uns jetzt nichts. Nur ein Tropfen vom Wasserhahn. Okay. Gut. Gut, gut. Wo sind wir denn überhaupt? Was ist denn das hier für ein architektonischer Stil? Hm. Naja. Das ist so ein Brunnen. Der ist aber zu. Hm. Verstopft. Ja, dann würde ich... Oh, wer hat das denn da? Hallo, wer legt denn hier so ein... Ja. 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 Das war natürlich super intelligent von mir. Oh. Na gut, einfach mal drüber gehen. Ja, dann würde ich sagen, wir wählen jetzt einfach mal clever, wie wir sind. Den hier aus. Und... Der hat jetzt aber nicht da reingepinkelt, oder? Das hörte sich jetzt so an. Ey, es funktioniert. Es werde Licht. Ja, klasse. Und gespeichert hat er auch noch. Ah, okay. Wir sind in so einer kleinen, in so einem Wein... Ah, in einem Weinkeller. Und für die Pfiffigen unter euch... Oh, funktioniert nicht.
Für die Pfiffigen unter euch, die Lösung liegt irgendwo im Wein und wir sind hier in einem Weinkeller. Allein das Geräusch, das ist alles so atmosphärisch gemacht. Also ich bin unglaublich begeistert gerade. Moment, das ist einfach die kleine Brechprobe. Oh, also in Penumbra ist das kaputt gegangen. Okay, das ist vielleicht eine etwas bessere Flasche. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Ich lasse mir einfach mal alle Zeit der Welt. Hier leben bestimmt so riesige schwarze Spinnen. Ich hasse Spinnen, muss ich ja mal leider zu meiner Schande gestehen. Also nichts gegen Spinnen jetzt, die dürfen ja gerne hier eine friedliche Koexistenz neben uns haben, aber ja, ich weiß es nicht, mag ich nicht so unbedingt. So. Hallo? Okay, sieht so aus, als wenn das fast leer wäre. Das hört sich so an, als wenn da was drin wäre. Das auch. Das auch. Das auch. Ja, gut, angesichts der Tatsache, dass ich gar nicht so viel im Menü habe, im Inventar natürlich, würde ich mal sagen, wir versuchen einfach mal die Axt auf eines der vollen Fässer. Okay, wahrscheinlich auf eines der leeren. Oh! Ein Schlüssel! Das muss der Schlüssel zu dem verschlossenen Raum sein. Irgendetwas kommt da hinten. Wir müssen den Generator ausmachen. Das Licht ausmachen und uns verstecken. Wer kommt da hinten? Oh oh. Hallo? Oh oh, ich hoffe, er sieht uns nicht. Er darf uns nicht sehen. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Gut, dass wir das Licht ausgemacht haben. Er ist weg. Puh. Das war aber verdammt knapp. Okay, ich denke, er ist jetzt wieder weg. Haben wir den Schlüssel eigentlich schon genommen? Ich glaube schon. Dann tun wir die Axt mal wieder zurück. Okay, der Schlüssel, den wir im Keller gefunden haben. Okay. Oh. Ah, eine kleine Zwischensequenz. Ich hoffe, der Mann ist wirklich weg. Wenn es ein Mann war, kann auch eine Frau sein! Nein! Ah! Ah! Ja, das war Eloises, liebe Freunde. Die Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr euch ja gerne selber mal anschauen. Hier auf eloisesgame.com. Ich werde es natürlich nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Und da sind wir schon durch. War jetzt nicht sonderlich lang, aber ich bin richtig begeistert von dem Spiel. Und ich denke, wir werden uns hier nochmal wiedersehen. Wir haben natürlich jetzt mitten im Spiel gestartet. Wir fangen dann irgendwo, denke, noch ein Stückchen früher an. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns vielleicht später nochmal in diesem kleinen, netten Spiel wieder. Also es hat wirklich mir richtig gut gefallen. Tolle Grafik. Tolle Atmosphäre, nochmal vielen Dank an die Paulina für diesen tollen Tipp und ich würde sagen, wir sehen uns dann später nochmal zurück in dem Spiel. Tschüss.